In der letzten Episode. Also wenn sie das hier mal zubauen, da gibt's echt aufs Maul. Dann so buche ich mir einen Flug. Das ist mir wert. Wenn halt da, ja genau, Knüppel da drüben. Oh, hier ist tatsächlich ein Schlafsack. Oh. Gott sei Dank, Leute. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Aber da haben wir tatsächlich sogar einen 75% Schlafsack. Komm, renn doch mal. Prozent. Aber wir haben Rehlederstiefel. Yes. Wie lange brauchst du für die zu zerlegen? 1:30. Ja, mach das mal. So, jetzt sind wir mal ganz riskant. Weil es wird noch ein bisschen dauern, bis wir die Kaninchen bekommen. Genau, das kannst du mit Nagelzeug machen, weil... ich kann nicht mal meinen Satz beenden. Da hat die Gute das schon wieder versaubeutelt. Das kann doch nicht wahr sein. Also erstmal zählen. Wie bitte was? Also kannst du in der Hocke nicht, echt? Ja, aber das mit Pfeil und Bogen, das funktioniert relativ gut. Ja, schon. Da muss sie sich aufs Feuer machen konzentrieren. Hast dich nicht konzentriert, okay? Ja, jetzt ernsthaft, du fliegst gleich raus hier, das sag ich dir. Und so geht's weiter, hm? Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 55. Was stinkt hier so? Naja, das stinkt hier so. Ein weiterer Darm. Und ein weiteres Kaninchen. Immerhin. Okay, draußen das Wetter sieht ja nicht so wirklich verheißungsvoll aus. Wir haben ja ein Stückchen Fleisch bei uns, okay. Ja, die Handschuhe rücken halt langsam näher. Echt, du bist schon so fertig. Krass. Prozente sehen jetzt auch nicht so prickelt aus. Wir müssen uns erstmal aufwärmen. Das mache ich weiterhin oben. Am Bett, weil da kriegt man die meiste Wärme raus. Ich meine, eine Waffe wäre jetzt erstmal nicht mehr so schlimm, aber man muss es ja nicht triggern, wenn man es nicht unbedingt braucht. Gut. Man muss es ja nicht unbedingt triggern, wenn man es nicht braucht. Mhm. So, zu dem Thema. Wunderschön. Okay, tja. Sieht wohl so aus, als würden wir die Nacht oben zubringen, fürchte ich fast. Das heißt, wir brauchen Holz. Ja, gib mal das Buch gleich mit. Wie ist denn das mit... Gehen wir mal ein paar mehr mit. Ja, schon. Blöd. Ja, schon. Ja, weil sonst... Ja, der Hirsch ist leider gerade nicht so das Thema. Leider nicht. Wir können das auch mit dem Turm versuchen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ja, meine Güte. Zur Not kommen wir halt mit dem üblichen Haxenproblem wieder an. Haxen oder Hand. Der Wind beruhigt sich echt. Das heißt, der Blizzard kommt bald. Die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Ja, dann wollen wir mal. Ja, auf Südwestkanada, also Nova Scotia, heißt ja die Region, kommt jetzt aus meiner Sicht gesehen, an diesem Wochenende, also für eurer Sicht aus letztem Wochenende, ein Hurricane tatsächlich zu, und zwar in einer ganz üblen Sorte. Der geht erst über eine Inselkette drüber und geht dann an Land. Was da bisher berechnet wurde, was da an, ja, an Luftdruck sozusagen zu erwarten ist und damit halt auch an Windgeschwindigkeiten, das ist echt übel. 200 km/h Wind ist da durchaus drin. Und es gibt halt eine Insel vor Nova Scotia, wo irgendwie Ponys ausgewildert sind.
Also die waren halt früher normal dort und dann sind die halt... Ja, dann sind die halt irgendwann ausgewildert. Und leben dort wild. Ja, das, ich bin mir relativ sicher, das wird eine sehr, sehr knifflige Angelegenheit. Für die. Weil es gibt da halt nichts. Das ist wirklich reines Wildgelände. So, wir nehmen alles mit, was wir kriegen. Also die drei Stöcke. Hier hinten geht es erstmal rauf. Das heißt, so lange werden wir natürlich... ja, ja, schon. Einfach nur so warten. Die ist natürlich jetzt noch nicht... Die ist schon wieder weg. Jetzt mich verarschen. Das Lagerkoller-Risiko ist schon wieder weg. Okay. Dann werden wir nur warten. Weil das ist ja dann das Einzige, was wir hier machen müssen. Beziehungsweise wäre es wahrscheinlich schon auch sinnvoll, die Nacht hier zu verbringen. Ist das eigentlich sonnig? Ich denke, es ist bewölkt. Richtig? Nee, es ist... Ist tatsächlich sonnig, okay? Dann lass uns mal ein Feuer starten. Mit der Lupe. Ja, eigentlich brauchst du nur... Ach, die Sonne ist untergegangen gerade. Ja, so ein Mist. Ja, okay. Dann nicht. Okay, dann warte halt noch 2 Stunden. Warten, habe ich gesagt. Nicht pennen, Idiot. Was ist jetzt los? Ich bin ausgelaugt. Ja, du bist ausgelaugt, auch vom Wasser her. Okay, du solltest warten, du Penner. Jetzt kannst du da halt so 2 Stunden warten. Das Gute ist, wir brauchen da nicht ganz so viel Kalorien. Naja, wobei 10 Stunden wären es trotzdem. Du sollst essen. Essen, nicht reden. Ja, dann müssen wir jetzt in Stücken schlafen. Wir gönnen dir aber erstmal eine, weil es hier so warm ist, erstmal eine 7 Stunden. Ja, das hat gut geklappt. Hervorragend. Dann können wir das auch komplett ausschlafen. So. Wenn das so weitergeht, gibt es daran Blizzard, wenn man... Nee, jetzt tatsächlich schlafen. Nee, es ist nicht. Okay. Well, gut, das ging sozusagen noch mal gut. Okay. Lass uns mal 30 oder so hier oben lassen. Oder 35. Ja, das kann man auf jeden Fall mal oben lassen. Alles klar. Naja, die Kaninchen sind wieder da. Ich hoffe eher, dass der Hirsch da ist. Das ist für mich viel interessanter. Ja, okay. Das Kaninchen will unbedingt mitkommen. So, da sind wir fast wieder zurück. Ja, komm, renn mal da hoch. Der Hirsch ist noch da, okay. Vier Pfeile, ich hoffe, wir brauchen nur einen. Ah. Warte.
Ich weiß nicht mal, ob der erste Pfeil drüber oder drunter ging. Da steckt auf jeden Fall der eine. Der Hirsch kommt da auch wieder. Wir können leider nicht. Ja, das ist erst ein ganz bestimmter Level. Den anderen Pfeil habe ich noch nicht gesehen. Scheint auf dem See, okay. Ja, gleich fängt sie an zu zittern. Damn, I'm freezing. Sie redet trotzdem. Ja. Wir haben ihn erwischt, okay. Das steckt doch direkt in ihm. Naja. Zu tief, okay. Tatsächlich zu tief. Es wird neblig. Da oben rennt er rum. Shit. Ach, die Viecher rennen wieder an das andere Ende der Welt. So ein Mist. Okay, dann lass uns erstmal aufwärmen. Ich will mir jetzt nicht zu großen Kälte-Hit holen. Das ist natürlich blöd, dass es jetzt heute früh gleich neblig wird. Und wenn wir Pech haben, rennt der Hirsch jetzt noch in den Wolf rein und der frisst ihn dann und unser Pfeil ist perdu oder so ähnlich. Ja, das Feuerzeug ist jetzt erstmal da draußen. Okay, fertig, fertig, fertig. 29%. Dann sind das nur 3 Tage. Ja, dann sind das 3 Tage, was das Kaninchen braucht. Nur aufwärmen, gell? Nur, dass es klar ist. Nicht wieder anfangen hier mit, oh, danke für die Nacht, aber sie war nicht sehr erholsam. Okay. Nehmen das, ja genau. Wir nehmen das Holzmaterial jetzt aber mit, weil falls wir da... Ja, der Hirsch wird sonst wo sein. Wir müssen ihn ja auseinandernehmen. Wir brauchen den halt komplett. Und dann müssen wir den hierher transportieren. Also das wird alles andere als lustig. Vorne sind zumindest mal. Ja, die Krähen sind um die Leiche. Da hätten jetzt auch mehr Pfeile nicht geholfen. Muss man fairerweise dazu sagen. Das Gute ist auch, dass die Spuren auch schon wieder weg sind, anscheinend. Er ist auf jeden Fall da oben irgendwo lang gerannt. Ich hoffe, man sieht die Spuren. Ist er das? Das könnte er fast sein. Ist nicht allzu weit weg. Ist immer noch weit genug weg, aber es ist nicht am Arsch der Welt sozusagen. Oder gibt es auch einen Schössling und einen Wolf? Der ist natürlich ein Problem. 2 Ahornschösslinge. Ist hier echt ein bisschen blöd. Ja, okay. Gut. Ja, also nicht ganz nebeneinander. Du musst halt echt gucken, dass du da ihn so bekommst, dass er dann nur noch auf dich zuläuft, ohne rechts und links Schlenker zu laufen. Das versucht er nämlich erst. Nur das Problem ist für ihn,
Je länger er das macht, umso eher rennt er wieder weg. Okay, der Hirsch ist erstmal wichtiger. Ja, da nehmen wir erstmal den Pfeil. Okay, neuer Versuch. Ach, wir haben keine Zunder dabei, kann das sein? Doch, wir haben einen Zunder dabei. Halt, wir haben auch eine Fackel dabei. Apropos Fackel, da hat mir die Marion geschrieben. Also hat mir einen Link geschickt zu einem, der ein Video gemacht hat, wie man halt den Fackeltrick richtig anwendet. Und zwar musst du natürlich mit der brennenden Fackel rumlaufen. Und wenn der Wolf dann so in diesem Grummelmodus vor dir steht, dann musst du einen Stein nehmen, also Fackel fallen lassen. Okay, mach mal ein bisschen Wärme hier. Hier brauchen wir, wir brauchen schon relativ viel. Drüben sind noch mehr Wölfe, echt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht dicht. Na gut, wir kriegen das schon her. Ach du Schande. Was ist das Wichtigste? Eigentlich hat der Fell haben wir eigentlich genug. Wie lange brauchst du denn für das Fleisch? Anderthalbe Stunde. Wie viel Feuer haben wir? Zwei Stunden, drei, okay. Dann lass mal. Ja, komm, wir holen mal 8 Kilo raus. Okay. Ich weiß übrigens nicht, warum du nur noch so wenig Prozente hast, meine Güte. Was ist denn mit dir los? Okay. Wir haben noch 1:06. Dann holen wir hier die Därme raus. Ja. Halt, 1:06, habe ich ja gesagt. So, wir haben noch 44 Minuten, okay. 40, Stunde 40, 40, okay. Ja dann. Jetzt haben wir tatsächlich Sonne. Okay. Den Wolf lassen wir erstmal Wolf sein. Vielleicht sind wir da raufkommen. Vielleicht, wenn man da erstmal rauf geht. Eine Kohle reinwerfen sollen. Jesus, it's cold. It's cold. Das war's mit dem Bogen, okay. Ja, ist erstmal egal. Komm, renn erstmal weiter. Über den Hügel. Ich will auf keinen Fall unten entlang. Ich will nämlich sehen, was Sache ist. So. Ja, jetzt wird es ja auch gleich wieder zu kalt. Wir brauchen heute Nacht auf jeden Fall eine gute Nacht. Wait. It's so cold. Erstmal nur ein bisschen. Ja, schlimmer wäre es natürlich, wenn der Fuß verstaucht wäre. Ich meine, wir haben natürlich jetzt nichts im Inventar, das ist natürlich schon klar. Okay, erstmal das Fleisch raus. Gut. Da haben wir noch eine getrocknete Rehhaut. Ah ja, noch die Schösslinge, genau.
Nee, warte, gib mir mal die getrocknete. Okay. Dann die Feder. Halt. Dann gehen wir erstmal wieder ins Bett. Wir müssen es erstmal ein bisschen warm machen. Bevor wir anfangen mit Kochen. Nicht zu viel. Nicht wieder den Sonnenstand verlieren. Erstmal nur ein bisschen, dass wir erstmal der Grundwärme haben. Wie lang wären eigentlich... Achso, das sieht man wahrscheinlich im 2 von 2 Stunden. Okay. Falls man das noch machen wollte. Okay. Wieder raus damit. Und dann bitte... Also wir brauchen Zunder natürlich. Geben wir mal einen Schwung. Hand machen. Und das Buch nehmen. Okay. Ich werde das natürlich nicht lernen. Ich lerne keine unsinnigen Bücher. Also Skills, die wir sowieso nicht verwenden können. Ja, jetzt wäre das schon zum Beispiel nichts mehr mit dem Wolf. Da müssen wir mal gucken. Eventuell holen wir da noch 2 Därme raus. Hängt stark von der Temperatur ab. Ob wir das noch machen oder nicht. Okay. Dann schmeiß ich ja gleich mal. Ne, die Tanne jetzt nicht. Jetzt mal alle Stöcke rein. Naja, wir haben drin noch jede Menge Altholz. Also das wäre jetzt wirklich nicht das Problem. Es ist aber warm genug, okay. Wie bitte was? Wo ist jetzt das 6 Stück hin? Hallo? Ja? Wo ist das hin? Wir hatten hier... Wie bitte was? Wo ist das? Wo ist das? Hallo? Hä? Wo ist das Stück hin? Hat das Spiel einfach geschluckt oder was? Ach, das ist ja bekloppt. Dann, warte mal, haben wir noch ein... Ja, okay, gut, dann... nimm halt mal ein. Dann nimm halt mal ein. Wir versuchen da ein bisschen schneller voranzukommen mit dem Kochen. Okay, da muss auf jeden Fall erstmal ein Altholz rein. Dann zerlegt man die alte Fackel, oder die schlechte Fackel. Sobald das erste Stück ist, essen wir das auch gleich. Damit wir da mal prozentetechnisch was hinbekommen. Okay. Minuten. Okay, dann gehen wir mal rein. Und holen mal das Lernbuch. Wir werden heute Nacht auf dem Turm schlafen. Beziehungsweise... Das nehmen wir gleich mit. Nur für den Fall der Fälle. Kaninchenfell ist sowieso erst in 2 Tagen fertig. Nee, es ist irgendwie ist es verschwunden, das Stück Fleisch. Stehen muss man das wahrscheinlich nicht. Viertelstunde, okay. Also eine halbe. Okay, gut, ja, danke. Mach das mal fertig. Und dann holst du ja noch eine Fackel wieder raus. Oh, die ist aber super. Genau, dann machen wir nämlich hier weiter, im einen Feuer. Genau, auch fertig.
Dann machst du das und dann kriegt man, was kriegt man da in der Zeit? Machst du noch eine Stunde. Also den Einstaub. Dann sind wir da auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ah, weißt du was? Dann ist gleich mal noch eins komplett. Das ist jetzt wirklich nur ausnahmsweise. Okay, das kommt wieder zurück. Das möchte ich nicht verbrennen. Das bleibt mal so drin. Okay. Die Tanne. Weil die Tanne ist halt so ein Reparaturholz. Wie wir sehen, haben wir nichts hier in der Richtung. Ja, das ist natürlich unter Holz. Okay. Ja, gut, das ist der Vorrat. Prozent, ja, das erst in zwei Nächten sozusagen. Okay. Ja, gegessen haben wir. Können wir nicht nehmen. Haben wir eigentlich, wir haben Holzkohle dabei, okay. Ja, ja. Wir knüppeln dich schon noch auf 10 Stunden rum. 2 Stunden schlafen. Machst jetzt nur noch in 2 Stunden Schlafsessions. Ja, diese Fackeltrick-Geschichte, die der dann da in seinem Video hatte, die funktioniert halt nur, wenn es natürlich nicht so stürmisch ist. Ja, eigentlich reichen 2 Steine, aber falls man einen dritten braucht, man weiß es nicht. So. Ja, komm, das ist jetzt nicht wirklich stürmisch hier. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich suche natürlich so schnell wie möglich hier ran, voranzukommen. Wie weit bist du? Naja, hast noch ein bisschen zu atmen. Vielleicht wäre es mal hilfreich, Asthmaspray zu finden. Die ganzen Profisportler, die sind ja auch alle Asthmatiker. Na, komm hoch mit dir. Na, siehste, mit einem Rennkreisel weniger. Ah, oh, die Krähen. Sie greifen uns an. Der Wind hat gedreht, echt. Ist aus der Richtung. Interesting. Oh ja. Wir haben es geschafft. Wo war denn dieser Aussichtspunkt? War das irrebar? Das machen wir natürlich nicht im Kalten. Es könnte aber sein, dass das oben war. Das war mir noch nie zu kalt. Ja, hier wäre das gewesen. Okay, dann müssen wir uns erstmal aufwärmen. Mach dich mal ein bisschen warm. Erstmal nur ein bisschen, so. Dass wir hier zeichnen können. Hier ist der Aussichtspunkt, okay. Starting to feel numb. Ist das der Wolfskadaver?
Ja, das könnte der Wolfskadaver sein. Ah ja, hier ist auch ein Wolfskadaver, okay. Also bis hier rüber gesehen, nicht? Da oben gibt es einen Rucksack, gut zu wissen. Ah ja, Rehkadaver. Birkenschößling ist die Rodungsfläche. Da gibt es Birkenschößlinge. Ja, schon. Okay, jemand war so freundlich und hat uns Wasser hier oben gelassen. Okay, lernen wird heute leider nichts. Ja, weißt du, was wir machen? Wir hauen uns jetzt einfach komplett in die Falle. Wir machen jetzt einfach direkt hier die 8 Stunden Schlaf, 10 Stunden Schlaf, genau. Kalorien sind ja da. Und es ist weiter stürmisch. War nicht ganz 10 Stunden. Was aber auch nicht so schlimm ist. Kannst du eigentlich lernen? Oder ist es zu finster? Ja, du kannst lernen, okay. Dann lernen wir, ob es hell ist. In Anführungsstrichen. Es ist finsterer geworden. Okay. Dann, ja, so wird das leider nichts mit dem. Dann verlernen wir die Kalorien. Genau, verlernen wir die Kalorien komplett. Damit wir da das auch sinnvoll genutzt haben. Prozent ist erstmal halbwegs stabilisiert. Wir sind jetzt als nächstes erstmal zurück ins Lagerbüro. Das ist erstmal das Wichtigste. Nee, du kriegst es nicht ständig essen. Es war nur eine Ausnahme, weil du da mit deinen Prozenten ein bisschen Probleme hattest. Ja, runterrennen ist natürlich am einfachsten. Ja, und kannst den Bogen wieder tragen. Okay. Erstmal zurück. An so einem Tag kannst du jetzt natürlich erstmal nichts machen. Weil noch nicht wirklich klar ist, wohin das Wetter geht. Jetzt ist die Wärme erstmal das Wichtigste. Ich will nicht zu viel. Ja, hinten, okay. Ja, ja, schon. Oder hörst halt immer wieder auf mit Rennen. Ja, ich will heute auch nicht zu viel rennen. Das ist nicht notwendig. Dass man da die Gude wieder zu sehr scheucht. Ich meine, wir werden sowieso oder so wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Kalorien so ein Stück Fleisch hat. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als 750. Da wird man aber mit dem Lernen ganz gut vorankommen. Gehen erst mal kurz in das Haus. Das holen und das holen. So. Nur damit es eine Ordentlichkeit hat. So, der soll jetzt so bei 70% sein. 62, ja, das, wie schon gesagt, das dauert noch einen kompletten Tag. Wie viel Wasser haben wir dabei? Bisschen zu viel. Leg mal zwei ab. Okay. Ja, das kann man erstmal zusammenbasteln. Das ist eh zu kalt. An diesem Morgen. Ja, ja, das Unterkühlungsrisiko geht gleich weg. Ja, Dosenöffner. Haben wir leider immer noch nicht gefunden. Was willst du machen? Das sind 10, oder? Ja, das sind 10, genau. Da haben wir gar nichts in der Richtung, okay. Ja, dann. Oh, die Jeansen. Die Jeansen gehen runter. Dann kümmern wir uns um unsere
Werkzeug, also um unser Messerchen. Zweimal bitte. Danke. Schärfungsfertigkeit auf 73% erhöht. Ja, wir bräuchten ja noch. Wir haben hier eine Werkzeugkiste. Okay. Dann lass uns mal schauen, wie viel das ausmacht, wenn man den Hammer repariert. 20% nur, echt? Ja, gut, das mach mal einfach. Ganz einfach. Weil wenn wir da eine 100% Chance haben, dann ist das auch gar nicht so schlecht. 3% hat es gekostet. Gut, das ist das Werkzeug. Wir legen das Lernbuch oben raus. Gucken mal, ob wir noch in der Kleidung was machen können. Wir sind immer noch nicht warm. Ja, das steht drauf, ob es erforscht ist oder nicht. Ach so. Nee, das ist, wir haben keinen Stoff, okay. Ja. Also du hast Durst, ja, das sollte man da nicht auch noch haben. Das ist nicht notwendig, wir haben genug Wasser. 2 Stoff, 11 Minuten, 99% sagt das Messer. Wahrscheinlich 2%, 3% natürlich. Mal das Kissen erstmal verarbeitet hier. So, wie lange brauchst du, um die an der Jeans rumzufreckeln? 48 Minuten, das ist wahrscheinlich draußen zu kalt. Ah, Sonnenschein. Okay. Ja, wir bräuchten echt mehr Holz. Das ist hier sehr, sehr runter. Vergreifen uns erstmal nur an den nachspawnten Dingen. Auch um zu gucken, was 10 Minuten sind, das ist natürlich auch wichtig. Ja, da kannst du mit der 48 Minuten, das ist zu heiß. Ja, ja, das ist gerade unter Kühlungsrisiko. Sind ja immerhin 9 Stöckchen. 70%. Gott, das hat geklappt. Dann nehmen wir die andere auch noch. Probieren das auch noch mal, unser Glück. Und sie hat gerade den Dreh raus. So, jetzt haben wir Sturm. Das Nähen noch ein bisschen geskillt. Ja, das war das Kissen sozusagen. Das Kissen haben wir jetzt an die Jeans geschraubt. Das heißt, das Thema Wolf hat sich auch erstmal erübrigt. Trinkst du nochmal? Ja, wir gucken uns das Wetter mal an. Es ist kurz nach Mittag. Sturm. Sonniger Sturm. Ja, in dem Wetter solltest du wirklich nichts draus machen. Warte mal, leg mal den Schlafsack raus. Und warte mal im Schlafsack. Hallo Blizzard. Okay, das mit dem Wolf wird wahrscheinlich nichts. Wir können noch mal gucken, nächsten Tag Vormittag. Wir sollten auf jeden Fall noch gucken, dass wir noch mehr Holz ran schaffen. Das ist mir zu wenig hier. Wir könnten hier den Tisch noch zertrümmern. Wir sollten natürlich auch irgendwann mal Fallen aufbauen. Dafür brauchen wir natürlich auch Altholz. Aber wir sollten mehr Holz sammeln. Aber das machen wir nicht mehr heute. Wir werden gucken, dass wir so viel wie möglich draußen uns noch zu rumtreiben, damit wir da nicht wieder einen an der Waffe bekommen. Und ansonsten heißt es halt warten auf dieses Kaninchenfeld, das ist morgen Mittag fertig. Sehr schön, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.